Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte so kurdische Usunhawa machen, weißt du? Da du nie singst, sing ich. Ach, bestimmte Jahre beraten, ja, Harabe. Jetzt du. Jetzt du. Irgendwelche no. Krankheiten oder so? No. Lass mich wissen. Weil liebe Freunde der Sonne, ich hoffe, euch geht's gut. Emily und ich sind uns wieder mal am haten. In meinem letzten Blog haben einige geschrieben, dein Mann ist voll genervt von dir. Niemals von mir. Wer hat das geschrieben? Von jedem auf dieser Welt, aber niemals also von die, mir. Also die, das erkannt haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt keine Menschenkenntnisse. Ja, das stimmt nicht. Wir sind halt einfach so, wie wir sind. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind auch in echt so. Und seine genervte Art will ich euch nicht zeigen. Nee. Ich habe schon den aggressiven Mann immer. Nein, Scherz. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Lockenstab getestet. Ich schwöre es euch, das erste Mal in meinem Leben habe ich solche Locken. Guckt mal bitte, wie schön die sind. Und habe mir direkt mein Hand verbrannt. Schaut mal. Mein Arm. Boah, das tut so weh. Puste. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zu Emres Onkel. Es kann sein, dass ich schreie, weil viele mir schreiben, Beriban, deine Vlogs sind zu leise. Eigentlich könnte das nicht sein, weil ich habe direkt unten ein Mikrofon und die Lautstärke, wenn ich den Vlog schneide, ist eigentlich ziemlich hoch und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass es zu laut ist. Aber ab jetzt werde ich schreien, versprochen. Ja. Auf jeden Fall, Beriban. Ja! Ich habe richtig Hunger. Ich auch. Wir gehen zu den Onkel, hatte ich das vorhin gesagt? Ich glaube nicht. Doch. Nein, du hast es gerade in der Story gesagt. Ach so, genau. Wir gehen auf jeden Fall zu Emles Onkel und der macht heute Tantuni. Der kann richtig gut kochen. Die Frau ist die beste Bäckerin, die es gibt. Leute, sie machen Torten, das ist nicht normal. Die sehen nicht nur gut aus, die schmecken auch richtig gut. Ich kann mal ihre Seite hier hinschreiben. Ihre Torten sind wirklich top. Also alle, die aus der Umgebung von Bochum können kommen. Ihr könnt gerne mal bei dir vorbeischauen. Oder Einbahnstraße, was machen Sachen? Allah! Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe keine Stimme mehr. Emily, soll ich mal testen? Nein. Ah! Siehst du das? Hast du was gehört? Meine Stimme ist... Hast du das gehört? Sei mal ehrlich. Soll ich mal nochmal? Ah! Siehst du? Ich habe wirklich keine Stimme. Das habe ich seit heute Morgen gemerkt, auch dass meine Ohren so voll sind. Und das ist nicht seine genervte Art. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe zu viel Eistee getrunken heute, weil ich bin irgendwie voll hyperaktiv und keine Ahnung warum, aber... Ich brauche Energie, ich habe so viel Hunger, ich habe heute nichts gegessen. Du brauchst Energie, soll ich dir einen Red Bull kaufen? Schon 17:30 Uhr, ich habe nur einen Eiweißpudding gegessen. Eigentlich ist das schon zu spät für uns, weil wir essen eigentlich immer so um 17:30 Uhr. Ja, und wir haben 17:30 Uhr. Um 17 Uhr meinte ich. So, schaut mal, deswegen habe ich gesagt, sie ist einfach die Beste. Bitte Tiramisu, das sieht richtig lecker aus, auch wie sie das dekoriert hat und so. Und ich kann mir vorstellen, das schmeckt richtig lecker, weil die ist nicht nur gut im Deko, sondern auch beim Geschmack. Ne, Kinder? Wir haben auf jeden Fall richtig fett gegessen und die Kinder, die schämen sich gerade. Da ist der Erste. Emil, wie geht's dir? Hä? Yusuf, komm mal her. Da ist der andere. Na? Ja. Ich finde das so lustig, wenn die sich schämen. So, ich bin jetzt bei Teddy. Ich habe mir gestern bei Teddy so kleine Backförmchen von KitchenAid gekauft für 5 Euro und habe die einmal gepostet, ne? Ich schwöre es euch. Mein Nachrichtenbox war am explodieren und ich hoffe, die gibt es noch. Ja, weil die Freundin von meiner Schwiegermama hat mir geschrieben, die wollte die auch unbedingt haben. Schaut mal, die kosten nur 5 Euro, Leute. Jetzt sind die hier.
Das sind halt Backförmchen, die sind nicht so groß. Die sind halt eher für eine Person und sowas habe ich überall gesucht. Dann habe ich die hier gefunden. Ich so, oh mein Gott, ich muss direkt 4 Stück mitnehmen. Ready? Ich gehe heute mit meinen Mädels raus. Ich zeige euch mal mein Outfit. Die Schuhe, die sind von Stravidarius aus dem... wartet mal. Hatte ich mir letztes Jahr gekauft. Ich wollte sagen, von der letzten Kollektion. Nein, das stimmt aber nicht. Die Jeanshose genauso. Die Bluse ist von Naked und meine geliebte Lederjacke ist von Mango. Und diese Lederjacke, Leute, trage ich seit gefühlte 7 Jahre und die ist immer noch in einem Top-Zustand. Ich liebe Wildlederjacken. Auf jeden Fall haben wir jetzt, oh mein Gott, wir haben 20.30 Uhr, ich glaube, ich muss raus, sonst komme ich wieder mal zu spät. Es ist draußen so kalt. Mein Gehirn kommt einfach drauf nicht klar. So. Hallo. Oh, Samra. Du hast nur Scheiße im Kopf, wenn deine Tochter nicht dabei ist. Natürlich. Sei mal ehrlich, warum hast du wieder High Heels an? Mein Liebling. Oh. So, die anderen Mädels kommen. Ey, es ist so kalt. Es ist so kalt, dass es nicht da ist. Also, meine Jacke ist warm. Samra schmeckt. Emine, das war wieder mal deine Idee, um 23 Uhr eine Pizza zu essen, ne? Was haben wir? Mella? Dana, die kennen die sowieso. Ich weiß nicht, nur das wäre die Kamera. Oshine? Glas, sorry. Ich schwöre es euch, ich bin am Frieren. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich habe auch immer überall Fenster auf. Ne? Hör mal. Boah, wir haben auf jeden Fall 1.20 Uhr. Und ich mache jetzt Tiramisu. Mit dem Thermomix. Weil ich bekomme morgen Besuch und ich muss auf jeden Fall Tiramisu einen Tag vorher machen. Was sehe ich? Sehe irgendwie aus wie ein Frosch, Alter. Ja, ist doch gut, Alter. Jenny Gelin. Was ist los mit dir? Hattest du also keine Lust zu arbeiten? Jetzt muss ich auch noch 3-4 Minuten warten. Ey, wie sehe ich eigentlich aus? Ich sehe richtig hässlich aus. 2 Minuten. Okay, ich hole schon mal Löffelbiskuit raus. Nee, erst muss ich Kaffee rausholen. Da. Ist schön kalt. Noch 2 Minuten. Noch 1 Minute. Ich mache aber Glas-Tiramisu. Das ist ein Rezept aus dem Thermomix. Und das schmeckt richtig lecker. Ich mache das in diese Weggläser. So. Und das muss auf jeden Fall für 12, 13 Stunden in dem Kühlschrank, sonst ist das zu flüssig. So. Alle, die einen Thermomix haben, ihr müsst auf jeden Fall mal Tiramisu machen. Das schmeckt richtig lecker, der hier. Das ist normalerweise, es ist eine neue Version, will ich aber nicht, will diese Version haben. Das ist normalerweise, das sind normalerweise 8 Portionen, ich mache aber die Hälfte. So, Rühraufsatz einsetzen. Emily, gibst du mir bitte Rühraufsatz? Das ist da oben. Thank you.
No. Yes. Ein Ei, Emre. Bin ich deine Küchenhilfe oder so? Ja, so. 130 Gramm, also muss ich, das ist glaube ich Salz, oder? Da ist Zucker. Das ist Zucker. So, jetzt kommt da 65 Gramm Zucker. Ey. Warte, ich mach das mit dem Löffel. Warte. Das ist doch nicht mein Schuld. Aber mach das da drauf, damit du weißt, wie viel du rausnimmst. Ich muss mehr als die Hälfte da rausnehmen, ne? Nein, nicht das rausziehen. Ey, ich schwöre es dir, dass es mir schon mal passiert mit Salz. Mach das bitte über den Müll. Mach bitte die Wohnung nicht so dreckig. Ey, das kann doch nicht wo. Ja, meine Lieben, ich musste alles in den Müll kippen und von neu anfangen. Weil du keine Ahnung hast. Nein, das ist mir schon passiert mit Salz. Das ist ein Eigelb. Wegschmeißen. Das mache ich jetzt den Rest. Weg bitte, Bero. Bero, geh weg. Warum willst ehrlich, du machen? Lass das einfach. Die besten Köche der Welt sind Männer. Ja, wenn ihr jeden Tag kochen würdet, wie wir Frauen. Jetzt will ich dich mal sehen. Pass auf, ne? Da kommt. Da kommt gar nichts. Du musst halt nur wissen. 65, ne? Ja. 65 Gramm. Du musst nur wissen, wie du das machst. Einfach wie ein Mensch, dann funktioniert das auch. Das reicht. Das reicht nicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Genau 65 Gramm. Gerne. So, Messbecher. Sag mal Hallo in die Kamera. Hi. Ich habe schon gerade meine Hässlichkeit gezeigt. 6 Minuten. Ach so, okay. Das Ei wird gerade so richtig geschlagen. Okay, machst du weiter, ich gehe ganz schnell duschen. So, Leute, ich mache jetzt mal weiter hier. 250 Gramm Mascarpone gab es jetzt dazu. 2 Minuten noch rühren. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Jetzt. Ich bin kurz duschen gegangen. Ey, du bist ja fast fertig. Du musst aber mehr Löffelbiskuits reintun. Ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen. Nö. Warum denn? Einen wunderschönen guten Morgen. Schaut euch mal bitte meine Haare mal an. Ich habe vorhin fleißig Sport gemacht. Meinen Kaffee habe ich auch schon getrunken. Nur noch einen Schluck. Wenn ich schlucke, ne, hört man jedes Geräusch von meinem Hals, Alter. Auf jeden Fall bekomme ich heute Besuch und heute bleibe ich den ganzen Tag zu Hause. Das tut auch mal gut, weil ich schwöre es euch, Leute, Wochenende, Emre und ich, wir sind nie zu Hause, nie. Ich nehme euch auf jeden Fall so ein bisschen durch meine Putzroutine mit. Wir fangen mit Schlafzimmer an.
Schlafzimmer ist Gott sei Dank fertig. Jetzt fange ich mit Wohnzimmer an. Leute, egal wie kalt es ist, ich muss immer lüften. Ich schwöre es euch. Auch wenn wir minus 10 Grad haben, ich muss das machen. Meine Sportmatte muss ich wegpacken. Und dann muss ich auf jeden Fall anfangen. So, Staubwischen, Fenster sauber machen, bin ich endlich mal fertig. Meine Kissen sind auf dem Balkon, schön lüften. Und dann muss ich auch noch saugen. Schaut mal meine Nüsse. Ich liebe jede Art von Nüsse und ich esse die so gerne. Und ab September steht das immer bei mir auf dem Tisch. Das war auch bei meiner Mama so. Von ihr habe ich das auch. Ich habe mir diese blattförmige Schälchen bei Action gekauft gehabt, jeweils für 3 Euro. Ich schwöre es euch, ich glaube, ich habe die vor 6 oder 7 Monaten gekauft. Leute, ich habe die immer mit der Hand gewaschen, weil ich mir dachte, okay, das wird sich bestimmt verfärben. Wie gut kann denn die Qualität sein, wenn man, versteht ihr, was ich meine, wenn man das bei Action kauft für 3 Euro, ne? Vor allem Gold verfärbt sich sofort. Ich schwöre es euch, vorgestern habe ich das in die Spülmaschine reingeworfen, ne? Da ist nichts passiert und ich merke immer wieder, nicht das Teuerste ist das Beste. Ich schwöre es euch und ich muss auf jeden Fall mal meine Blumen gießen, sonst greifen die mich an, hör mal. Und ich brauche wieder mal sehr viel Pampasgras, weil ich finde, das sieht einfach zu leer aus, beziehungsweise ist diese Vase dazu groß, die hatte ich ja selbst gebastelt. Und mein Pampasgras bekomme ich immer von meinem Nachbarn, weil er hat Pampasgras in seinem Garten eingepflanzt und ich darf so viel pflücken, wie ich will. Bevor die Hater schreiben, oh mein Gott, waschst du nie deinen Lappen? Doch. Egal welche Stelle ich putze, gehe ich danach in die Küche und wasche das, weil für diesen Lappen braucht man kein Putzmittel. Man macht das alles nur mit heißes Wasser und Leute, ich schwöre es euch, mit diesem Putzlappen putze ich alles. Alles einfach. Meine Spiegel, meine Fenster, meine Dekoartikel, meine Schränke, meine Leisten. Einfach alles. Das macht richtig sauber. Ich weiß, dass viele wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben werden, woher hast du diesen Lappen? Ich hatte das mal von einer Frau zugeschickt bekommen. Ich hatte auch einen Rabattcode. Aber leider hat die Frau diese Lappen nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund von Corona kann sie auch nicht in die Türkei. Und ich habe auf jeden Fall noch 3 Stück davon und die sind einfach alles für mich. So, jetzt mache ich einmal die Küche von außen sauber und das geht ganz schnell mit dem Lappen. Kennt ihr diese Chinesen? Ihr wisst, was ich meine, oder? Die haben so einen Hut oder keine Ahnung, was die da haben. Genauso sehe ich aus. Ich bin fertig. Nur Toiletten. Toiletten mache ich als ganz letztes. Ich muss nur noch saugen und wischen, dann bin ich komplett fertig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Und ich bin richtig kaputt. Aber egal, das musste heute mal sein. So diese Grundreinigung, keine Ahnung was. Ich schwöre es euch, das mache ich einmal in der Woche. Weil
Ich weiß nicht, ich liebe es einfach. Es riecht alles so sauber. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin mit allem fertig. Wohnzimmer schön aufgeräumt. Bin so richtig im Winterfeeling. Ich weiß nicht, was das hier macht. Ist auch alles sauber. Mein Sauger und mein Wischmopp packe ich immer als Letzt weg. Ein Kleiderraum. Überall Fenster auf. Küche ist auch so gut wie fertig. Habe schon alles vorbereitet. Ja, das gibt es als Vorspeise. Ich habe eine Tomatensuppe gemacht. Als Hauptgericht gibt es Lammstücke mit Gemüse, also Ätzotteln. Es gibt auch auf jeden Fall Hähnchenflügel. Und dann habe ich auch schon Salat fertig gemacht. Und gleich mache ich noch Mante und dann mache ich noch Couscous. Und meine Toilette ist auch schon sauber. Das riecht nach Chlor. Das ist das Schönste, was mir passieren kann. Und ich bin auch schon fertig. So. Ich mache gerade die Soße für Mante. Ich zeige euch jetzt auch mein ganzes Essen, was ich gekocht habe. Einmal. Tomatensuppe. Dann habe ich Salat gemacht. Hähnchen und Champignons gefüllt mit Schafskäse. Tisch ist auch schon fertig. So, meine Lieben, ich hoffe, dass mein Vlog euch gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Ciao!